Alles muss weg, was raus. Also muss bunt sein. Alles muss bunt sein. Sonst haben wir hier nur noch Schrott. Nur noch Schrott, 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 Schrott. Ich wünschte, dass ich fliegen könnte. Wir könnten doch auch uns in der Zukunft Flügel bauen, die wir anschneiden und dann einfach vom Baum springen und dann einfach fliegen. Überall hinfliegen, wo wir wollen. Ich wünsche mir, dass Halle alle Farben hat, des Regenbogens. Ich bin die Paula. Ich stelle mir Halle in der Zukunft so vor. Die meisten Kinder finden es ja toll, auf Spielplätzen zu spielen. Und dann klettert man ja hoch. Und da könnte man, wenn man zum Beispiel fliegen könnte oder um das Klettergerüst schweben würde, wäre es dann bestimmt viel lustiger, darauf zu spielen. Und zum Beispiel würde dann auch die Häuser wackeln. Und es wäre bestimmt sehr lustig. Wie ich mir Halle in der Zukunft vorstelle. Ich stelle es mir so vor, dass kein Erdöl mehr verbraucht werden muss als Benzin. Sondern, dass einfach auf den Autos Solardächer drauf sind. Und eine Riesenbatterie im Motor mit eingebaut ist. Da wird die Energie gespeichert und zu Strom umgewandelt. Dann werden die Autos noch fliegen können mit Flügel und Düsenantrieb. Die Häuser werden überall mit Solar ausgestattet, dass in den Fabriken das umgewandelt wird und das alles, der ganze Strom, alles Solar. So, dass dann immer noch genug da ist. Die Menschen eine schöne, friedliche Zeit haben. Und Krieg wird auch abgeschafft. Es wird keine Waffen mehr geben. Es wird immer weniger Verbrecher geben. Das ist mein Wunsch, Halle. Ich wünschte, das sieht ja dann in 100 Jahren aus, ob alles alt ist. Und dann sieht es halt nicht mehr schön aus. Und was wünschst du dir stattdessen? Dass es schöner wird.